Wunderschönen guten Tag. Wir haben vorhin mit Verzeichnissen gearbeitet, gell? Wir haben gesehen, wie man eben Verzeichnisse erstellt, sie wieder löscht, wie man Verzeichnisinhalte anschaut, also nicht die Dateiinhalte, sondern eben das Verzeichnisinhalte, die Liste der Dateien, Verzeichnisse, Unterverzeichnisse, gell? Oder auch anderer Einträge, gell? Im Dateisystem. Wir sind hier navigiert, gell, mit Change Directory, haben geschaut, wo wir sind, gell, oder haben auch mit Find oder Tree eben dann geschaut, ob man hier eine Übersicht bekommen kann. Das nächste Konzept ist ein logisches Konzept, und das war das Konzept der Datei, gell. Die Datei ist ein abstraktes Konzept, um eben Daten zusammenzuhalten, gell. Und für uns sind Dateien eigentlich etwas selbstverständlich in unserem Leben, gell? Also wir haben Bilddateien, Musikdateien, Textdateien, gell? Wir haben also Dateien mit allen möglichen Dingen, gell? Und wir denken eigentlich nie darüber nach, was eine Datei wirklich ist, gell? Eine Datei ist irgendwo ein logischer Eintrag im Dateisystem von Daten, die zusammengehören, und die hat man jetzt gemeinsam gespeichert, gell? Das ist nicht wie das zur Anfangszeit war, gell? Als wenn man Daten irgendwo gespeichert hat, hat man sich eine Lochkarte gemacht, gell? Und wenn die Daten auf einer Lochkarte nicht Platz gehabt haben, dann hat man sich halt mehrere Lochkarten gemacht, gell? Also Daten sind dann auf Lochkarten gespeichert worden, gell? Und die Lochkarte war also diese Einheit, um Daten darzustellen, gell? Und als man dann Datenträger irgendwo entwickelt hat, die mehrere oder viele Daten speichern konnte, da braucht man dann eine Organisation der Daten. Und diese Organisation der Daten, das ist die Datei geworden, gell? Oder das File, gell? Und diese Einheit, wo wir alle Dateien drauf haben, das ist dann das Dateisystem oder das Filesystem, gell? Ist ganz einfache, ohne Verzeichnisse, gell? Aber heute die üblichen haben schon Verzeichnisse, gell? Verzeichnisse mit Containern, wo wir dann die Inhalte besser organisieren können, gell? Und jetzt wollen wir etwas mit den Dateien arbeiten, gell? Und zwar nicht mit einem Dateimanager, sondern wieder auf der Befehlszeile. Und zwar vorerst eine Datei erstellen, gell? Das kann man mit Touch, gell? Also wenn man etwas anfasst, hinterlassen wir eine Spur, und diese Spur ist eine Datei, gell? Wenn wir also eine Datei erzeugen wollen, können wir Touch die Datei angeben, also den Namen der Datei, und somit ist die Datei erzeugt. Ja, gell? Also jetzt staunen wir, gell? Jetzt haben wir noch nie einen eigenen Befehl zum Erzeugen einer Datei gebraucht, gell? Und jetzt brauchen wir einen, gell? Ja, es ist so, dass wir Dateien sehr oft mit irgendwelchen Programmen erzeugen, gell? Wenn wir einen Text schreiben, können wir den Text dann speichern, gell? Mit einem Editor oder mit einer Textverarbeitung, gell? Oder wenn wir ein Foto machen, dann entsteht eine Bilddatei, gell? Also irgendein Programm erzeugt uns normalerweise die Dateien, und selten gehen wir explizit her und sagen: Touch, mach mir eine Datei, gell? Wann ist das interessant? Das ist interessant, wenn man zum Beispiel Skripts macht, gell? Wenn man Skripts macht und irgendwo etwas hinterlassen will, gell? Also Hänsel und Gretel, wenn sie in den Wald gegangen sind, gell? Gell? Dann haben sie auch Marken hinterlegt, gell? Steinchen, gell? Oder Brotbrösel, gell? Und mit Touch können wir dann auch im Dateisystem irgendetwas hinterlegen, gell? Und das kann beim Programmieren nützlich sein, gell? Auf jeden Fall, mit Touch können wir eine Datei erzeugen, gell? Also Touch, gell? Wie nennen wir sie? Datei. So. ls-l, und wir sehen, Datei ist entstanden und sie ist leer, gell? Okay, also mit Touch können wir eine neue Datei erzeugen. Man kann auch den Zeitstempel ändern, die Zugriffszeit verändern, gell? Wenn wir etwas anfassen, dann hat sich die Zugriffszeit verändert, gell? Also hier können wir für mehrere Sachen können wir dieses Touch benutzen. Dann, ja, äquivalent zu den
Verzeichnis, und dort haben wir auch Verzeichnis erstellen und dann löschen gemacht, können wir hier auch eine Datei löschen. Gell? Also, wir können machen rm-Datei, so ls, weg ist sie. Gell? Mhm. Ja, also mit rm können wir eine Datei löschen. Gell? Machen wir sie wieder. So, touch-Datei und sie ist wieder da. Gell? Mit rm können wir noch etwas anderes machen. Gell? Mit rm können wir eine ganze Verzeichnisstruktur löschen. Gell? Also wenn ich da diese Verzeichnisstruktur mit bla, drinnen gibt es Datei und es gibt ein Unterverzeichnis bla bla, wenn ich das mit einem Mal alles löschen will, dann kann ich machen rm-rekursiv, gell? Also rekursiv abwärts, force, gell? Nicht lang fragen, sondern machen, gell? Bla, gell? Und weg ist das, gell? Also ls, es gibt kein bla mehr. Und alles, was im bla drinnen war, gibt es auch nicht mehr, gell? Also rm-rf und dann ein Verzeichnisnamen, gell? Das löscht eine ganze Verzeichnisstruktur, gell? Mhm. Und jetzt muss man aufpassen, gell? Das kann gefährlich sein, gell? Wenn man nicht aufpasst und dieses rm-rf auf eine Verzeichnisstruktur anwendet, wo man das eigentlich nicht wollte, gell? Dann kann man hier großen Schaden anrichten. Gell? Also wie ein Kollege mal gesagt hat, etwas schreiben und dann Enter drücken. Gell? Da muss man aufpassen, da muss man zuerst einmal tief durchatmen und dann Enter drücken, weil der Finger ist oft schneller als das Gehirn. Gell? Und wenn man aber einmal tief durchatmet und das erst dann macht, dann hat das Gehirn häufig die Zeit nachzudenken und zu sagen, das nicht, gell? Das ist gefährlich. Gell? Also, gell? Sicher ist sicher, einmal atmen und dann Enter drücken und bestätigen. Gell? Vor allem bei rm-rf. Gell? Also da sind schon tausend Dinge passiert. Gell? Also eine Geschichte, eine böse Geschichte aus vergangenen Tagen, gell? Also das ist ungefähr 25 Jahre her oder etwas länger oder 26. Es hat sich an der Universität Mailand zugetragen, an der Fakultät für Informatik. Und dort hat es zu dieser Zeit zwei größere Unix-Systeme gegeben, gell? Also zwei an der Zahl. Und es hat so, ich weiß nicht, so 200 Terminalsysteme gegeben, 200 Terminals, und alle Studenten haben drauf gearbeitet. Das waren also echte Terminals, keine PCs, gell? Und diese Terminals, die haben einen großen Monitor gehabt, gell? Also für diese Zeit so 20 Zoll oder etwas mehr. Das war recht groß, gell? Und eine Tastatur und Maus schon, gell? Die schönen, und die anderen waren alphanumerisch, also nur eine Tastatur, gell? Und keine grafische Oberfläche, gell? Und ja, das war also eine schöne Welt der Unix-Rechner, gell? Und mit zwei Rechnern hat sich der Lord der Prozesse geteilt, und die dieses System verwaltet haben, gell, die haben dann gesagt, nein, das machen wir so. Das Backup, die Sicherung des ersten Servers machen wir auf den zweiten, und die Sicherung des zweiten Servers machen wir auf den ersten. Gell. Also haben sie gesagt, wenn einem Server was passiert, dann haben wir die Sicherung des anderen Servers jeweils dort auf beiden Platten. Gell, und das muss eigentlich perfekt gehen. Und das ist eigentlich gut gegangen, ist lange gut gegangen. Bis eines Tages jemand böswilligerweise bei beiden Servern ein rm-rf von ganz oben gestartet hat. Und somit hat er die Plattensysteme, das Dateisystem beider Server gelöscht. Gell? Und das war jetzt nicht toll, weil viele Studenten auf dem System ihre Arbeiten gehabt haben und nicht zu ihren kleine Übung beim Programmieren lernen. Da waren auch viele dabei, die haben monatelang an ihrer Diplomarbeit geschrieben, und diese Diplomarbeiten sind auf dem Server gewesen, gell? Die hat man nicht mit nach Hause genommen, weil das waren Terminals, gell? Ohne Diskettenlaufwerk, USB hat es nicht gegeben damals vor 25 Jahren, gell? Und die Daten waren weg, gell? Und die Backup-Strategie, gell? Dass man also die Daten, gell, jeweils auf einen anderen Server dann abspeichert, gell, die werden vor zufälligen Schäden,
gell? Also zufällige Schäden, wie hätte man damit ja abgefangen, gell? Aber niemand hat sich im Traum einfallen lassen, dass irgendjemand ja, böswilligerweise beide Dateisysteme, gell, also die, oder die Dateisysteme auf beiden Servern löscht, gell. Also das ist wirklich eine böse Aktion gewesen, gell. Was ist dann passiert? Die Rechner sind vor Gericht gelandet, gell. Man hat lange gesucht, man hat da niemanden gefunden, gell. Aber sehr viele Studenten haben dann wirklich ihren Schaden gehabt und haben ihre Arbeit verloren, weil es kein aktuelles Backup gegeben hat. Gell? Also es hat nur ältere Backups gegeben und viele, viele Arbeiten sind verloren gewesen. Gell? Mhm. Ja, also nicht immer ist etwas Boswilliges. Gell? Manchmal macht man ein RM auch ohne böse sein zu wollen und trotzdem passiert. Gell? Mhm. Unter Microsoft gibt es ein Dell. Gell? Also man wollte ja das DOS anders machen, gell? Das sollte nicht wie Unix ausschauen, also haben sie es Dell für Delete genannt, gell? Also nicht Remove, sondern Delete. Und dieses Dell konnte man nur auf Dateien anwenden, gell? Und wenn man etwas nur auf Dateien anwenden kann, gell? Dann kann man auch nicht rekursiv löschen, gell? Und irgendwann dann, gell, erst in einer späten Version von DOS, nachdem sich alle aufgeregt haben, gell, nachdem dann auch ja, ein Herr, der die Norton-Tools geschrieben hat, gell, also der Norton gibt es ja heute noch, gell, also Norton Security, Norton Antivirus und so, gell, und da hat es eben diese Norton-Tools gegeben und dort war ein Tool dabei zum rekursiven Löschen. Gell? Und das hat die Microsoft dann auch gestört, dass die Leute alle diese Norton-Tools kaufen und irgendwann haben sie dann ein rekursives Löschen dann angeboten, das haben sie dann Dell Dir genannt. Gell? Aber bis dahin haben sie immer gesagt, gell, der rekursives Löschen, das wäre gefährlich, gell? Und der Benutzer, gell, der ist ja, der würde da Schaden nehmen können, gell? Und da haben sie das immer dem Benutzer vorenthalten und das Dell konnte nur Dateien löschen. Gell? Mhm. Gell? Und der Unix war schon immer so, gell? Man will die Intelligenz der Benutzer nicht beleidigen, gell? Und das RM-RF, gell? Also das Rekursiv und Force, gell? Löschen, das hat es unter Unix seit eh und je gegeben. Also eh und je weiß ich halt nicht, aber jedenfalls vor meiner Zeit hat es das schon gegeben. Gell? Mhm. So, Remove. Cut. Ist sehr vielseitig einsetzbar. Gell? Wir setzen Cut einfach mal dazu ein, einen Dateiinhalt anzuzeigen. Gell? Wenn ich jetzt einmal mache Cut README, gell? Dann zeigt es mir hier ja, das ab, was ich hier da gerade gespeichert habe. Also die Datei und wie hier der YouTube-Link dann darauf ist. Gell? Mhm. Okay, ich kann das jetzt auch umleiten. Gell? Also dieses Cut gibt es einfach nur auf STD-Out aus, also könnt ihr es auch umleiten und ich könnte das Cut dazu benutzen, eine Kopie zu machen, bla.txt zum Beispiel. Gell? Mhm. Und wenn ich jetzt das README und das bla.txt vergleiche, dann sehe ich, aha, die sind eigentlich gleich. Gell? Okay. Also mit einem Cut könnt ihr Dateien kopieren. Gell? Mhm. Es gibt aber dann einen Kopierbefehl. Gell? Mhm. Gell? Mit Cut könnte ich auch irgendwo von irgendwo her kopieren. Ich könnte auch sagen, ja, Cut, README und bla. Und das gehe ich jetzt da umleiten nach bla. bla.txt. Und wenn ich das jetzt anschaue, ll.txt, dann sehe ich, aha, das bla.txt, ja, das ist genau doppelt so groß wie die anderen, gell? Ja, dieses bla.txt, das beinhaltet auch beide, gell? Weil mit cut habe ich beide Dateien ausgegeben, habe die Ausgabe umgeleitet in eine Datei und somit ist der Inhalt beider Dateien in dieser Datei. Gell? Also mit Cut kann ich die Ausgabe umleiten, ich kann aber auch die Eingabe umleiten. Gell? Ich könnte jetzt sagen, gell? Also Cut README, gell? Cut nach
bla.txt und von readme.txt. Gell? So könnt ihr machen. Gell? Also, das Ergebnis geht nach bla und der Eingang kommt von readme. Gell? Jo. Könnte man machen. Wir könnten den, ja, gell? So. Und ja, was ist passiert? Eigentlich nichts, weil das in bla.txt war schon drin halt von readme. Gell? Also, ja, dieses Cut ist sehr flexibel. Gell? Und das geht für es geht für Textdateien. Das Cut geht aber auch für Binärdateien. Ich könnte jetzt machen Cut Pfade, gell? Und dann könnt ihr jetzt diese MP4-Datei anschauen, gell? Also jemand, der das live dekodieren kann und schnell lesen kann, der kann jetzt auch etwas damit anfangen, gell? Ich kann es jetzt nicht sehen, aber es könnte sinnvollerweise dazu gebraucht werden, um dann eine Binärdatei mit einer Binärdatei irgendetwas anzustellen. Gell? Unter DOS und Windows, gell? Dort gibt es ein Type. Gell? Also ich kann unter DOS und Windows statt Cut das Type verwenden. Das Type funktioniert aber nur mit Textdateien. Gell? Also während Cut mit Textdateien und mit Binärdateien arbeiten kann, gell, funktioniert das Type nur mit Textdateien. Gell? So, dann noch etwas. CP, da ist das Copy. Gell? Also Copy, ja, das ist interessant, gell? Das ist unter Unix die Kurzvariante CP. Unter DOS, die Microsoft hat es dann, ich wollte es nicht CP nennen, hat es dann eben Copy genannt. Gell? Und dieses Copy, das ist dann die lange Version, also die, der lange Name, gell, vom Kopieren. Und es funktioniert immer mit Copy, Quelle zuerst und dann Ziel. Von hier nach dort kopieren, gell. Und ja, da kann ich jetzt hergehen und ich kann jetzt sagen, ja, löschen wir mal rmbla.txt und blabla.txt. Einmal durchatmen, gell? Und dann sage ich, okay, das sind die richtigen, gell? Und Enter, gell? Also habe ich keine Schaden angerichtet, gell? Jetzt machen wir Copy. Copy readme nach bla.txt. Gell? Und jetzt habe ich dann eine Kopie mit Copy erstellt, gell? Ich kann jetzt auch ein Verzeichnis erstellen, gell? mkdir.bla und ich kann das readme nach bla kopieren, gell? So, ls bla, so. Also, das Ziel kann beim Copy eine Datei sein, dann wird die erste Datei die Quelle zu dieser Zieldatei. Das Ziel kann aber auch ein Verzeichnis sein. Was passiert dann? Dann wird die Datei in das Verzeichnis kopiert, gell? Und ja, mit welchem Namen? Mit dem Originalnamen, gell? Ich könnte ja auch was anderes machen. Ich könnte sagen, copy, readme nach bla und nenne es dort bla.txt, gell? Also ich kann einen ganzen Pfad angeben, gell? Hier ist also ein kurzer Pfad, gell? Ich könnte aber auch einen langen Pfad angeben und am Ende kann ich dann, wenn ich einen Dateinamen angebe, gell, dann heißt die Datei dann so, wie sie im Ziel angegeben ist, gell? Also ll bla, gell? Dann sehe ich, aha, es gibt die readme vom ersten Kopieren, gell? Und es gibt jetzt die bla.txt vom zweiten kopieren, gell? Ja, das ist das Copy, gell? Ja, machen wir noch eines, das Move. Das Move ist jetzt interessant, gell? Und zwar beim Move müssen wir mal drauf achten und daran denken, was macht denn das Move eigentlich? Was wird gemoved? Wenn wir jetzt machen, jetzt gehen wir da mal in das Bla hinunter. Ich habe jetzt diese zwei Dateien, die ich durchs Kopieren erhalten habe. Wenn ich jetzt mache Move, readme, gell, nach, nennen wir es mit groß R, readme.txt. Was habe ich gemacht? Ich habe aus dem kleinen readme ein großes readme gemacht. Und das ist jetzt eigentlich... Was? Das ist eigentlich ein Umbenennen, gell? Also wenn ich
ein Move durchführe, ohne im Ziel einen Pfad anzugeben, ohne zu sagen, geh dort oder dorthin, dann ist eigentlich wie das Umbenennen. Gell? Und die Microsoft hat unterdessen für viele Jahre nur das Rename, nur das Umbenennen zur Verfügung gestellt. Und dieses Umbenennen war dann auch ja, alles, was man über Jahre gehabt hat. Und am Anfang war es ja auch klar, gell, es hat keine Verzeichnisse gegeben, gell, also gibt es kein Move in ein anderes Verzeichnis. Mit den Jahren hat es aber sehr schnell Verzeichnisse gegeben, es hat aber noch lange kein Move gegeben. Gell. Erst viele Jahre später wurde dann das Move dann eingeführt. Gell. Und unter Unix hat man das immer schon gehabt, gell, aber man muss denken, dass man zwei Konzepte hat, gell, im gleichen Verzeichnis, also nur das Umbenennen oder wirklich auch den Verzeichniseintrag der Datei sonst wo in einem anderen Verzeichnis dann anlegen. Gell. Und die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt dieses README, gell, oder das Blabla, gell, schauen wir mal, Verzeichnis darüber gibt es kein Blabla, gell. Wenn wir jetzt machen Move Blabla nach Punkt Punkt. Was ist denn dann das Ziel? Das Ziel ist ein Verzeichnis. Punkt, Punkt. Welches Verzeichnis? Das übergeordnete Verzeichnis, gell? Also das Verzeichnis Shell dort hier darüber, gell? Was passiert, wenn ich Move mache? Wenn ich Move mache, wird, ja, dann habe ich hier das Blabla nicht mehr und eines darüber. Jetzt gibt es ein Blabla, das es vorher nicht gegeben hat, gell? Vorher war das nicht da, gell? Und die Frage ist jetzt, wenn ich das Move in ein anderes Verzeichnis mache, werden hier Daten verschoben? Werden Daten verschoben? Werden Daten irgendwo hingebracht ins andere Verzeichnis? Und die Antwort heißt, aufpassen. Gell? Solange die Verzeichnisse zum gleichen Dateisystem gehören, werden keine Daten verschoben. Es wird nur der Verzeichniseintrag verschoben. Gell? Und nachdem ich hier mit Bla und mit Shell im gleichen Dateisystem bin, werden keine Daten verschoben, wenn ich von einem Verzeichnis ins andere etwas schiebe, Move mache. Gell? Es wird nur der Eintrag vom alten Verzeichnis ins neue Verzeichnis gegeben. Gell? Also der Eintrag für die Datei im alten Verzeichnis wird gelöscht und im neuen Verzeichnis wird es eingetragen. Aber es werden keine Dateien geschoben. Wann werden aber Dateien verschoben? Dateien werden verschoben, wenn ich auf ein anderes Dateisystem etwas verschiebe. Wenn ich, jetzt rufe ich nochmal diese Disk Full auf, DF. Ich bin jetzt hier unter Home. Wenn ich von slash home etwas zum Beispiel nach slash dmp schiebe, slash dmp ist kein eigenes Dateisystem, also gehört zum Root-Dateisystem. Wenn ich also aus diesem Verzeichnis etwas nach slash dmp schiebe, dann wird nicht nur dort ein neuer Verzeichniseintrag gemacht. Nein, dann müssen die Daten verschoben werden. Dann muss die gesamte Datei mit ihren Inhalten verschoben werden. Gell? Also, mache ich einen Move innerhalb eines Dateisystems, dann wird nur der Verzeichniseintrag, der alte gelöscht, der neue angelegt. Wenn ich einen Move über die Dateisystemgrenzen hinaus mache, dann werden die Daten mit der Datei verschoben. Gell? Also zuerst kopiert und dann der alte Eintrag im alten Dateisystem gelöscht. Gell? Und wenn es eine große Datei ist, dann kann das langsam gehen. Gell? Wenn ihr eine ISO-Datei habt, gell? Von irgendeinem Ubuntu und es ist 1 GB oder etwas mehr groß, gell? Und ihr verschiebt es von einem Dateisystem ins andere, dann dauert das. Gell? Wenn ihr aber die große Datei nur von einem Verzeichnis aufs übergeordnete verschiebt und es ist im gleichen Dateisystem, gell? Dann funktioniert es unmittelbar schnell. Gell? Okay? Weil keine Daten verschoben werden, sondern nur der Inhalt im Verzeichnis neu angelegt wird. Gell? Also nur der Eintrag im Verzeichnis wird neu angelegt und der alte wird daneben gelöscht. Gell? Mhm. Also das zum Move. Gell? Und wie gesagt, unter Microsoft wird unterschieden zwischen Umbenennen, gell, im gleichen Verzeichnis oder Move von einem Verzeichnis zu einem anderen. Gell?
Ja, dann wollen wir jetzt diese Dinge ausprobieren, gell? Also gemeinsam auch mit der Erfahrung zu den Verzeichnissen, gell? Probiert's das, geht's Dateien verschieben, umbenennen, erzeugen, löschen, gell? Geht's mit Cut auf die Inhalte zugreifen, gell? Also geht's das ausprobieren. Jo.